Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hunger Xbox von Hunger X. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hunger X von Hunger X, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist eine schwarze Metallbox. Wir haben die Box rundum in schwarz gehalten und nur auf der Oberseite haben wir diesen Schriftzug. Hunger X lesen wir hier. Das ist sowohl der Albumtitel als auch der Name der Band. Ansonsten hier oben eben in schwarz. Ansonsten hier das Ganze in schwarz Hochglanz. Hier oben in schwarz matt. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben, wenn wir nochmal kurz abwischen. So, wir haben hier den Boxinhalt aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Album Hunger X plus Special EP. Fahne 150 cm mal 100 cm. Schlüsselanhänger und Autogrammkarte. Das Ganze ist erschienen über Metal Spießer Records. Vertrieben von Soul Food und die Box ist von 4Merch. Okay, es klappert auch schon. Wir schauen mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal das Album. Dann haben wir die Bonus-EP. Eine Autogrammkarte. Die Fahne und einen Anhänger. Jawohl. Die Box von innen Metallic, also in diesem Silber gehalten. Wir packen die mal zur Seite. Die Fahne ist eingeschweißt. So. Und den Rest mal zur Seite, bis auf das Album. Also, so sieht das aus. Ähnlich wie auch schon der Boxdeckel hier in Schwarz und Silber designt. Der Schriftzug hier geprägt, also man kann es hier wirklich spüren. Und auch dieses Silber hier wieder in Hochglanz. Es spiegelt sich hier im Licht ganz schön. Auf der Seite lesen wir Hunger X. Dann haben wir MS005. Also das ist wohl die Katalognummer von dem Label. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks sind es geworden. Wir haben hier keine Fremdbeiträge oder Features. Und hier unten haben wir dann nochmal die Beteiligten plus einen Barcode. So, dann kommen wir zum Innenleben. Das Booklet ist, okay, ist festgeklebt. Ja, hier lesen wir auch wieder Hunger X. Dann haben wir hier Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Bandmitglieder plus die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Das gefällt mir schon mal gut. Also wir haben hier wirklich Track für Track die entsprechenden Lyrics erfasst. Zum Mitsingen, zum Nachlesen, wunderbar. Das Ganze dann immer wieder unterlegt von Fotos. Hier in diesem Fall keine Lyrics, sondern einfach hier eine Doppelseite der Bandmitglieder. So sieht das aus. Also sehr textlastiges Booklet. So endet das dann mit einem vielen Dank. Also wir haben hier sowohl die Credits zum Album als auch hier unten der letzte Absatz. Eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Und ja, einzige Kritik von meiner Seite ist eben, dass das Booklet hier wirklich eingeklebt ist. Davon bin ich nicht so ein großer Fan. Hätte man eventuell irgendwie in so eine Stecktasche machen können oder so. Aber ja, ist in diesem Fall eingeklebt. Dann haben wir die CD. Die CD ist in diesem Fall in schwarz und grau gehalten. Also man erkennt hier ganz schwach das Logo von Hunger X. So sieht die aus. Auf der Rückseite, ups, hier ist so ein kleiner Plastikzahn rausgebrochen. Auf der Rückseite auch wieder in schwarz und grau. Auch hier wieder das Hunger X Logo zu erkennen. Aber damit nicht genug, wir haben noch weitere Musik und zwar eine Bonus-CD, eine Bonus-EP. Die ist hier in weiß und schwarz,
Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 5 Stück sind es hier geworden, also mit den 12 des Albums haben wir dann insgesamt 17 Stück. Auch hier wieder Metal Spießer Records. Dann schauen wir mal hinein. So sieht dann die CD aus, in weiß und schwarz. Und das Ganze in einer Papphülle. So, dann haben wir eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Im Querformat die vier Herrschaften hier abgebildet vor einer Mauer. Und wir haben hier mit goldenem Stift jeweils unterschrieben. So sieht das auf der Rückseite aus. Das Logo, also der Schriftzug Hanger X und darunter die Website. Ein Schlüsselanhänger ist mit dabei. So von der Form her wie so ein Schild, wie so ein Wappen. Und dann hier wirklich nicht aufgedruckt, sondern hier wirklich ausgeschnitten. Das Hanger X Logo. Und das Ganze kommt dann hier mit so einem Ring, dass man das entsprechend an den Schlüsselbund oder wo auch immer man möchte dranhängen kann. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir eine Fahne mit dabei. Und die ist recht groß. Wir haben diese Fahne hier in schwarz und weiß. Und wie zu erwarten, auch auf dieser Fahne lesen wir hier, ich hoffe man kann es erkennen, Hanger X, das große X natürlich wieder in der Mitte. An den Ecken jeweils, sowohl unten als auch oben, haben wir bei dieser Fahne hier solche Metallösen vernäht. Also die hat man wirklich hier an allen vier Ecken mit reingemacht. Bedeutet, man kann das Ganze hier dann entsprechend aufhängen. Und wir haben hier bei dieser Fahne auch wieder ein Produkt von 4Merch. Und das Ganze ist 100% Polyester. Gut, dann packen wir die Fahne, auch wenn es nicht leicht ist, mal wieder zusammen. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte der vier Herrschaften ebenfalls im Querformat. Dann dieser Anhänger hier aus Metall mit dem Hanger X Logo. Die Bonus-EP, die Bonus-CD mit 5 Tracks in der Papphülle. So wie natürlich das Album an sich, Hanger X mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hanger X von Hanger X. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hanger X unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.